Moin ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem 24-Stunden-Lesemarathon. Ich muss sagen, ich bin gerade richtig aufgeregt, dass ich endlich dieses Video für euch, mit euch abdrehen darf, denn ich habe in letzter Zeit mehrere neue Booktuber entdeckt und unter anderem da auch die liebe Sarah von A Court of Wanting Books. Und sie hat mehrere Lesemarathon bzw. Follow Me Rounds gedreht und die haben mich richtig angesteckt und richtig motiviert und mir richtig Lust gemacht, mehr solche Videos zu gucken, aber auch selbst wieder eins zu drehen. Ich habe auch schon mal so ein Video gedreht, ein Lesemarathon, aber da habe ich das nicht so exzessiv gemacht und jetzt nicht auf 24 Stunden ausgelegt. Der hat mir auch schon richtig viel Spaß gemacht. Schaut gerne in der Infobox vorbei, da werde ich den Lesemarathon verlinken. Der ist aber auch schon ein paar Jahre alt, glaube ich, 2 Jahre. Und dann schaut auf jeden Fall auch bei der lieben Sarah vorbei. Sie ist nämlich so eine richtige verrückte Nudel und so ein richtiger Book-Nerd und ein richtiges Fangirl. Und man merkt aber, mit wie viel Leidenschaft sie dabei ist beim Lesen, aber auch bei ihrem Kanal. Und sie lebt sich richtig kreativ aus und das finde ich richtig, richtig toll bei ihr. Mal gucken, vielleicht werde ich in nächster Zeit nochmal ein Video drehen, wo ich euch neue Kanäle empfehle, weil ich, wie gesagt, ein paar in letzter Zeit entdeckt habe, die ich sehr, sehr gerne schaue. Jetzt soll es heute um meinen Lesemarathon gehen. Wir haben es jetzt nachmittags oder frühen Abend, kurz vor 5, um 17 Uhr soll mein Marathon beginnen heute und morgen um 17 Uhr soll er enden. Und ja, da ich heute schon einiges geschafft habe, schon 5 Stunden in der Bibliothek für die Uni war, habe ich auch das Gefühl, ja, dass ich produktiv war und dass ich mir jetzt gönnen darf, die Zeit für mich und für meine Bücher zu nehmen. Morgen habe ich den Tag frei, nur morgen Abend habe ich was vor und deswegen passt das perfekt rein. Gestern Abend war ich schon einkaufen, weil ich das Ganze natürlich schon geplant habe. Und ja, dann möchte ich euch einmal meinen kleinen Einkauf zeigen, um ja so ein bisschen einzustimmen, was ich natürlich alles brauche für meinen Lesemarathon. Und ja, legen wir los. Zum einen habe ich gemerkt, dass meine Teelichter alle gehen und da brauchte ich natürlich dringend Nachschub, denn gerade wenn man sich so richtig einen schönen, gemütlichen Lesetag macht, mache ich mir immer sehr gerne Kerzen an. Dann darf die Verpflegung natürlich nicht zu kurz kommen. Zum einen habe ich was zum Knabbern und aber auch was zum Naschen, was Süßes. Und dann braucht man natürlich auch was, um ein bisschen wach zu bleiben, weil ich möchte gerne auch bis in die Nacht hinein lesen. Das macht es irgendwie auch für mich aus. Ich bin sowieso eine Nachteule und bin gerne in der Nacht noch lange wach. Und um das so ein bisschen besser zu gestalten, dass einem nicht dauernd die Augen zufallen, möchte man natürlich ein bisschen wach bleiben. Ich bin kein Kaffeetrinker, ich trinke sehr, sehr gerne Tee und habe natürlich grünen und schwarzen Tee im Hause. Aber im Moment ist es gar nicht so kalt und uselig draußen. Deswegen habe ich jetzt überlegt, mir Energy Drinks zu kaufen. Und da kenne ich mich gar nicht so aus, habe mich deswegen ein bisschen durchgewurschtelt und habe mich dann für 3 Geschmacksrichtungen entschieden. Ja, die 3 sind es geworden. Und zwar habe ich hier einmal Cranberry Himbeere, dann Zitrone Limette und dieses fette Ding Rockstar Revolt ist Killer Mandarine. Ja, da habe ich 3 tolle Geschmacksrichtungen. Bin sehr, sehr gespannt, wie die schmecken. Die sind ja meistens sehr, sehr süß. Aber ja, kann man sich eigentlich auch mal geben. So eine schöne, leckere Brause. Und ja, ich denke mal, wenn ich da nicht wach bleibe, dann ist mir auch nicht mehr zu helfen. Und jetzt soll es natürlich auch um die Bücher gehen. Denn das ist natürlich das, was im Mittelpunkt steht. Das Lesen und die Bücher. Ich habe jetzt aber gar nicht so viele Bücher rausgesucht, weil ich mich wirklich spontan dazu entscheiden möchte. Und ich liebe diesen Moment, mein Sub durchzuschauen und die Bücher in die Hände zu nehmen und mich dann spontan dazu entscheiden. Deswegen werde ich euch jetzt wirklich nur die zeigen, die ich angefangen habe und die ich zu Ende lesen möchte oder beziehungsweise wo ich weiß, dass die auf jeden Fall gelesen werden. Und den Rest werde ich euch dann spontan zeigen. Ja, das erste Buch, was ich lesen möchte, ist Das Herz der Nacht von Fabienne Siegmund. Das ist ein Zirkus-Fantasy-Roman und ich bin jetzt ungefähr habe ein Drittel gelesen und mir fehlen jetzt noch 2 Drittel, ist ein sehr dünnes Büchlein, deswegen denke ich mal, passt das auf jeden Fall schon mal gut in den Lesemarathon, dass man schon schnell einen Erfolg verzeichnen kann. Hierbei geht es um einen Berufszauberer, der in Venedig lebt, zusammen mit seiner Freundin, die Tänzerin ist und zusammen treten sie in den Straßen auf und verdienen sich so ihr Brot
und Unterkunft, was nicht immer ganz einfach ist, aber sie lieben sich und deswegen stehen sie das sehr, sehr gut durch, bis eines Tages in Venedig die Sonne nicht mehr aufgeht. Und zwar 7 Tage lang ist es nur Nacht. Und danach ist es genau andersrum. Es wird gar nicht mehr Nacht und ist nur noch Tag. Und an diesem Tag, wo das umschwenkt, verschwindet seine Frau oder seine Freundin Anissa, die Tänzerin. Und er ist völlig verzweifelt und rennt durch Venedig und sucht sie und kann sie einfach nicht finden. Ja, schließlich entdeckt er eine Spur aus Schneeglöckchen, die auf einmal so zwischen den Steinen erwachsen und er ja, rennt hinter ihnen her und er kommt irgendwann in einen Zirkus, an einem verwunschenen Zirkus, wo er Anissa tatsächlich auch wiederfindet, aber sie scheint ihn überhaupt nicht mehr zu erkennen und sie tritt dort mit anderen Künstlern jeden Tag auf. Und ja, sie sagt, sie brauchen einen Zauberer noch und er soll doch auch dort bleiben. Er macht das natürlich, weil er hofft, dass sie sich irgendwann wieder erinnert. Und ja, es ist sehr, sehr verwunschen, sehr zauberhaft, sehr magisch, sehr märchenhaft und mir gefällt es bisher sehr, sehr gut. Und ich bin gespannt, wie das noch weitergeht. Das werde ich auf jeden Fall wahrscheinlich als erstes beenden und euch dann berichten. Atlas literarischer Orte von Wunderland bis Mittelerde, das habe ich bei uns auf der Arbeit gesehen in der Buchhandlung und ja, das war ein Spontankauf, das musste ich einfach haben. Und zwar ja, ist es im Grunde wie ein Reiseführer aufgemacht und alle möglichen bekannten Orte aus ja, Fantasy-Welten, Fantasy-Büchern werden hier beschrieben, wie ist die Anreise, was für Sehenswürdigkeiten gibt es. Und die Idee fand ich einfach so toll und die Illustration so schön, dass ich das haben musste. Ja, und ich bin eigentlich schon so gut wie durch, habe jetzt noch 6 Orte, die ich bereisen muss sozusagen. Und die werde ich immer zwischendrin, denke ich mal, lesen, immer wenn ich vielleicht ein Buch beendet habe oder wenn ich eine kleine Pause brauche. Man kann meistens, oder ist bei mir jedenfalls so, wenn ich ein Buch beendet habe, dann stecke ich da noch so mittendrin, dann kann ich nicht sofort wieder Neues beginnen, dann ist vielleicht sowas vielleicht nicht schlecht, um das dazwischen zu schieben und das werde ich an diesem Lesemarathon auf jeden Fall auch beenden, weil das wirklich nicht mehr viel ist. Ja, das war meine kleine Einführung und ich habe gesehen, es ist schon 4:05, das heißt, mein Lesemarathon hat schon längst begonnen oder 4 Minuten lang begonnen, das kommt, weil ich wieder so viel quatschen musste, aber egal, eine gute Einführung ist auf jeden Fall auch sehr wichtig und es gehört natürlich auch dazu, einen sehr, sehr schönen, gemütlichen, nerdigen Pulli anzuhaben. Das habe ich schon getan und dann werde ich gleich mir gemütlich machen, auf dem Bett oder auf dem Sessel, wir werden sehen. Und ich habe noch einen Tipp erhalten von der lieben Sonja von Sonnige Bücher, beziehungsweise den Tipp hat sie in ihren Videos genannt. Und zwar macht sie sich jetzt in letzter Zeit immer so Meditationsvideos im Hintergrund an, ob das nun so Regengeräusche sind oder Vogelgezwitscher oder abends dann Kaminfeuer. Das möchte ich mal ausprobieren. Sie meinte, damit kann man sich sehr, sehr gut entspannen und man könnte dabei sehr, sehr gut lesen. Ich werde jetzt vielleicht nicht mit dem Kaminfeuer anfangen, weil es noch sehr hell und sonnig draußen ist. Das werde ich mir vielleicht für später vorbehalten. Mal gucken, was ich gleich so finde. Und eine Kerze habe ich mir auch schon angemacht. Werde ich euch auch gleich zeigen, welcher Duft da drin ist. Ja, ich würde sagen, lasst den Lesemarathon beginnen. Hier seht ihr meine Duftlampe und da wollte ich euch einmal zeigen, welchen Duft ich gerade anhab. Und zwar ist das Strawberry Jam. Ich habe das Firefly hier ein bisschen ja, rausgezogen und durchgeschnitten und ein kleines bisschen hier oben reingemacht. Und ich muss sagen, der riecht gar nicht so künstlich, wie ich gedacht habe. Also er riecht wirklich, hat sogar eine säuerliche Note und ist sehr, sehr beerig. Natürlich auch eine süße Note, aber ja, und auch schön intensiv. Ja, der wird auf jeden Fall jetzt ein bisschen brennen und mal gucken, was ich mir nachher noch anmachen werde. Ich habe mich jetzt dazu entschlossen, ihr seht es jetzt vielleicht, 6 Stunden Waldgeräusche mit Vögeln zur Entspannung anzumachen. Ich bin mal gespannt, ob mich das nerven wird oder ob mich das wirklich entspannen wird. Also 6 Stunden werde ich das sicherlich nicht anlassen, aber weil ich noch ein bisschen mehr ausprobieren möchte. Aber da freue ich mich jetzt drauf. Ihr dürft mal live mit dabei sein, wie ich es jetzt anmache. So. Da zwitschern sie schon los und jetzt machen wir es ein bisschen leiser, weil ich möchte mich ja schließlich ein bisschen konzentrieren auf mein Buch. So, jetzt.
So, ihr Lieben, mein erstes Update ist fällig. Es ist jetzt kurz nach 20 Uhr und damit läuft der Lesemarathon jetzt 3 Stunden. Ich kann es gar nicht fassen, dass es jetzt schon 3 Stunden waren. Ich habe jetzt circa 100 Seiten gelesen, was echt nicht viel ist, aber gut, ich habe ja auch nicht gleich um 17 Uhr angefangen. Das Vogelgezwitscher musste ich tatsächlich leider ausmachen. Das hat mich denn doch irgendwann abgelenkt. Ich werde es nachher oder gleich nochmal mit dem Feuer versuchen. Vielleicht das Knacken und das Leuchten, vielleicht passt das besser. Ansonsten lasse ich es einfach ganz weg. Brauche ich ja nicht unbedingt. Aber ich dachte, ich probiere es einfach mal aus. Und ja, dann zeige ich euch nochmal das Büchlein. Also ich habe hier drin 100 Seiten gelesen. Und ich muss sagen, es gefällt mir immer noch sehr gut. Hat eine unglaubliche melancholische, poetische, zauberhafte Atmosphäre. Und ja, es treibt mir immer wieder so die Tränen in die Augen, obwohl jetzt gar nicht so sehr Tragisches passiert. Aber es ist einfach diese melancholische, tragische Stimmung, die hier vorherrscht. Und es ist einfach so berührend, Matteo, den Zauberer, zu begleiten, wie er versucht, aus diesem verzauberten Zirkus, diesen Zauber zu brechen und ja, seine Liebe halt wieder zu erobern. Und ja, hat alles so zarte Berührungen, so viel Freundschaft und so viel Liebe da drin, im Detail. Und ja, es macht mir einfach viel Spaß, aber vielleicht kann man das nicht so schnell weglesen, weil es eben so poetisch und bildhaft geschrieben ist. Ich weiß es nicht. Ich werde jetzt ja, gleich auch einfach weiterlesen. Ich wollte euch jetzt nur so ein kleines Update geben. Was ich jetzt auf jeden Fall machen werde, ist meinen ersten Energy Drink zu köpfen, wollte ich gerade schon sagen, aufzumachen. Und zwar, wo ist er? Habe ich mich jetzt erstmal für dieses hier entschieden, und zwar Cranberry Himbeere. Und ja, dann werde ich das Buch zu Ende lesen. Ich muss mal eben schauen. Ja, keine 100 Seiten mehr. Also ich glaube, das sind jetzt noch 80 Seiten. Und dann werde ich mich nochmal melden. Und dann, ja, mal schauen, was ich dann lesen werde. Vielleicht werde ich dann nochmal eins, zwei ja, Reiseführerberichte lesen aus dem Atlas der literarischen Orte. Und dann, ja, ist es wie gesagt Zeit, ein neues Buch zu lesen, und da freue ich mich schon drauf. Ja, werde ich euch dann auch noch mal zeigen, wie ich das immer mache, wie ich meinen Sub ausbreite. Aber jetzt wollen wir gar nicht länger Zeit verlieren und ja, weiterlesen, und los geht's. Mittlerweile ist auch mein Teelicht ausgegangen von der anderen Lampe. Ich habe mir jetzt meine Harry Potter Kessellampe hierher geholt. In dem ist der Duft, na, wie hieß er denn? Vanilla Lime von Yankee Candle. Zum einen sehr spritziger Limonenduft und zum anderen ein sehr weicher Vanilleduft. Und das ist echt eine tolle Kombi. Ja, also für ein Teelicht reicht es auf jeden Fall noch. Und ja, wenn das ausgebrannt ist, dann kann ich mich für einen neuen Duft entscheiden. Prost! So, es ist 20 nach 10, es ist das nächste Update fällig, und zwar habe ich das Herz der Nacht jetzt beendet, und wow, also ich bin noch ganz gefangen von dieser Geschichte. Sie war wirklich sehr, sehr melancholisch und trotzdem voller Hoffnung, voller Zauber, voller Poesie. Ich war zwischendrin hatte große Befürchtungen, dass nicht alle Fragen beantwortet werden. Tatsächlich sind einige Fragen offen geblieben, Gott sei Dank aber auch viele beantwortet worden. Und ja, das Ende klingt jetzt, glaube ich, noch eine Zeit lang nach. Ich muss jetzt auch eine kleine Lesepause machen, weil ja, ich einfach das jetzt ein bisschen verdauen muss. Ja, werde wahrscheinlich, weil mir halt diese Fragen noch auf den Nägeln brennen, und mich das, glaube ich, stören würde, wenn ich sie jetzt nicht erfahren könnte, vielleicht mal die Autorin anschreiben,
Und ich weiß, dass ich die Autorin schon mal angeschrieben hatte, wegen eines anderen Werkes. Sie schreibt halt immer sehr poetisch und sehr metaphorisch. Und auch da habe ich ihr geschrieben. Und sie hatte mir geantwortet, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Und ja, hoffe, dass sie mir hier vielleicht auch antwortet und mir vielleicht ein paar Aha-Momente wieder gibt. Aber insgesamt war das ein wirklich tolles, sehr, sehr ruhiges Werk. Das muss man auch wissen. Also hier ist nicht viel mit Action und es wiederholen sich einige Dinge auch. Mag vielleicht einigen zu viel, zu ruhig sein, zu metaphorisch, zu poetisch. Aber ich fand's toll. Ich muss jetzt aber ein bisschen drüber nachdenken, um mir ein Fazit bilden zu können und vielleicht auch nochmal die Antwort der Autorin abwarten, was sie so sagt. Ja, aber ich muss jetzt erstmal ein bisschen Ruhepause machen. Was ich vorhin vergessen habe zu sagen, ist, dass es für mich total die Herausforderung ist, jetzt diesen Lesemarathon zu machen und wirklich am Stück so viele Seiten zu lesen, weil ich bin eigentlich ein sehr unaufmerksamer Leser. Nee, das ist falsch. Also ich lese schon aufmerksam, wenn ich lese, aber ich kann meist nicht mehr als 20, 30 Seiten am Stück lesen. Dann mache ich kurz irgendwas anderes dazwischen, gucke zum Beispiel ein YouTube-Video und dann lese ich nochmal 20, 30 Seiten. Es sei denn, ich habe das Ende des Buches erreicht, dann lese ich meistens auch den Rest so am Stück, je nachdem, wie spannend es ist. Aber es ist für mich wirklich eine Herausforderung, wenn das Kapitel zu Ende ist, nicht irgendwas anderes zu machen, sondern weiterzulesen. Und ja, auch wenn ich sehr, sehr langsam bin, bin ich sehr glücklich, dass es hier geklappt hat. Liegt natürlich auch daran, dass das Buch wirklich schön war, auch wenn es sich nicht schnell lesen ließ, wie ich schon ja, gesagt habe. Ich habe mittlerweile die erste Energy-Dose getrunken und ja, hat gut geschmeckt. Jetzt nicht überragend, aber ich weiß nicht, ob es wirkt. Aber ich bin jetzt nicht so müde. Ich habe, wie gesagt, bin noch so ein bisschen im Trance von diesem Buch und ja, was mich irgendwie freut, weil es wirklich was Besonderes ist. Es ist nicht mit viel vergleichbar. Ja, muss ich vielleicht auch mal irgendwann ein Video drüber machen, aber ihr werdet ja dann auch im Lesemonat nochmal sehen, wie ich über dieses Buch spreche. Da werde ich dann vielleicht meine Gedanken vielleicht ein bisschen geordneter rüberbringen. Jetzt mal gucken, jetzt gucke ich vielleicht noch ein YouTube-Video, um so ein bisschen runterzukommen. Das hatte ich vorhin auch gar nicht gesagt. Ich habe mir extra eine Playlist gemacht. Ich wollte ja jetzt an diesem Abend nicht so viel gucken, weil ich hauptsächlich lesen möchte, aber zwischendurch dachte ich, wäre das schon ganz cool. Und zwar habe ich mir einige Lesemarathons rausgesucht, tatsächlich, weil mich die selber total motivieren, immer wenn ich diese schaue. Und deswegen habe ich mir da vorher ein paar rausgeguckt und da werde ich vielleicht gleich eins machen. Dann werde ich mir jetzt ja noch vielleicht ein bisschen was zum Naschen und zum Snacken zurechtlegen. Da bin ich jetzt auch noch gar nicht zugekommen. Und ja, dann werden wir mal sehen, wie das weiterläuft. Und ich freue mich jetzt schon, das nächste Buch anzufangen. Ich würde sagen, ich melde mich später nochmal, zeige euch dann meine Auswahl an Suppbüchern. Ja, ich würde sagen, das war es erstmal für dieses Update. So, weiter geht's. Ich habe jetzt weitere zwei Kapitel aus dem Atlas Literarische Orte gelesen. Und zwar war das einmal, gucken, ob ich das aufgeschlagen bekomme, Herr der Fliegen. Ihr seht auch immer hier jetzt, wie es aufgebaut ist. Eine Seite ist eine Karte. Hier gibt es eine kleine Einleitung. Und auf der nächsten Doppelseite gibt es dann nochmal Besonderheiten. Ja, zu dem Land, zu dem Reich, was da vorgestellt wird. Und das zweite, was ich gelesen habe, ist über Fawkes, also aus Twilight. Und ja, auch hier seht ihr wieder die Karte und die Einleitung. Und ich muss sagen, Herr der Fliegen kenne ich noch nicht. Und das hat mir durchaus irgendwie Lust gemacht, das auf jeden Fall mal zu lesen. Es hat mich so ein bisschen einerseits ein bisschen an Lost erinnert, aber auch an Peter Pan. Durch diese Jungs, diese wilden Jungs. Und als ich das, ja, das Kapitel über Fawkes gelesen habe,
hatte ich auch wieder Lust, irgendwie in diese Welt einzutauchen, besonders in diesen Ort, weil hier geht es ja nun mal um die Orte und dieser verregnete, waldige Ort Forks, der hat es mir damals schon in der Trilogie angetan gehabt. Ja, wenigstens habe ich jetzt hier drin die zwei Kapitel gelesen. Jetzt bleiben wir, glaube ich, noch vier Stück in diesem Buch. Und dann habe ich vorher noch, wie ihr wahrscheinlich gesehen habt, ein Lesemarathon geguckt und was mich auch motiviert hat, aber ich habe auch gemerkt, dass ich irgendwie mir das in den Fingern kribbelte, weiterzulesen zu wollen und ich habe währenddessen ein bisschen gelüftet und dann möchte ich euch hier mal zeigen, habe ich mir was ja, Leckeres zurecht gemacht. Toffifees habe ich mir gemacht, dann habe ich Weintrauben, ein bisschen was zum Knabbern und dann mein nächstes Energy, mein nächsten Energy Drink. Auf Tee im Moment habe ich nicht so viel Lust, beziehungsweise mir ist einfach zu warm. Es ist nicht kalt genug irgendwie für Tee. Und ihr hört es vielleicht im Hintergrund ein bisschen knistern. Ich habe mir jetzt den Kamin angemacht und das geht um einiges besser. Finde ich richtig gemütlich. Also damit kann ich leben. Da unten seht ihr auch meine Drachenlampe, die gemütlich anleuchtet. Und ja, jetzt ist es soweit. Ich habe hier schon was vorbereitet. Ihr seht nämlich hier meinen gesamten Sub, bis auf die englischen Titel und die Weihnachtstitel. Die habe ich jetzt hier mal rausgenommen. Aber ansonsten sind das alle meine Sub-Bücher und daraus möchte ich mir natürlich jetzt eins aussuchen. Ich muss aber schon sagen, dass ich einiges ausschließe. Zum einen, weil ich natürlich ein bisschen auch was schaffen möchte, würde ich jetzt so dicke Wälzer wie S und die Gabe der Könige, Nevernight, habe ich richtig Lust drauf. Mal gucken, ob ich das vielleicht, also das, ich muss mich jetzt damit jetzt ein bisschen beschäftigen. Das mache ich immer so. Ich nehme mir das alles zur Hand und nehme mir die Bücher nochmal in die Hand, lese die Klappentexte durch, vielleicht nochmal ein, zwei Sätze vorne und ja. Horche einfach in mich hinein, auf welches Buch ich Lust habe. Jetzt, nachdem ich das Herz der Nacht gelesen habe, muss ich aber sagen, dass solche poetischen und märchenhaften Bücher jetzt auch vielleicht erstmal ausscheiden. Hier zum Beispiel Der Wortschatz und Dunkelherz, Welt in Scherben. Das wird vielleicht auch erstmal. Ich hätte vielleicht jetzt Lust auf irgendwas, was leicht zu lesen ist, vielleicht auch was Gruseliges. Ich könnte mir hier Silvester vorstellen oder da hinten Lockwood und Co. Ja, es ist natürlich jetzt auch gerade noch Winter. Da könnte man natürlich auch jetzt noch so einen eisigen Roman lesen, Everest oder hier den Kurt Diemberger Seiltanz und auch Amundsens Letzte Reise. Ja, also es ist viel, viel dabei und was mich anspricht und ja, tolle, tolle Bücher. Ihr werdet ja dann gleich sehen, was es geworden ist. Ich werde mich jetzt mit denen ein bisschen beschäftigen und dann ja, anfangen zu lesen. Bis später. So, ihr seht, dieses Buch ist es geworden. Ich habe jetzt noch gar nicht angefangen, weil ich euch noch von einer kleinen Macke erzählen wollte, die ich habe, die ich sehr, sehr gerne mache, wenn ich Zeit dafür habe. Und zwar, wenn ich mir ein neues Buch aussuche, dann suche ich mir auch passend dazu immer das Lesezeichen aus. Jetzt ist es dieses hier geworden. Ich hatte erst ein anderes, was so ein bisschen gruseliger aussieht, aber dann habe ich hier diese Häuser gesehen, die ja so ein bisschen Ähnlichkeit haben mit diesem Buch. Und deswegen ist es dieses geworden. Und ich weiß, es ist ein sehr, sehr interessante, eine sehr, sehr interessante Macke. Aber ich habe tatsächlich gehört, dass es schon andere gibt, die sowas Ähnliches machen. Und ja, irgendwie bringt es mir Spaß und deswegen mache ich das auch sehr gerne. Nicht immer, wenn ich dafür keine Zeit habe, dann nehme ich auch eine Postkarte oder einfach irgendwie einen Bon dafür. Aber ja. Okay, jetzt bin ich gespannt. Ich weiß, ich habe hier schon mal reingelesen. Ich glaube, das erste Kapitel mal gelesen. Und zwar könnt ihr hier erkennen, worum es sich dreht. Es geht nämlich um Silvester. Das ist ein 12-jähriger Waisenjunge, der seine Eltern sucht. Und dann aber in dem Haus des Gespensterdoktor landet. Denn Gespenster werden wohl auch mal krank. Und er hat natürlich erst ziemliche Angst, aber dann wird er wohl dort aufgenommen und er
Ja, er lernt da vielleicht auch einiges von dem Gespensterdoktor. Ich bin gespannt. Es ist natürlich eher was für Jüngere, deswegen wird das jetzt nicht super gruselig werden, aber ich hoffe doch so ein bisschen schaurig, vielleicht ein bisschen lustig. Und ja, ich denke auch, dass es relativ schnell gehen wird, weil es sind nur 270 Seiten und es ist relativ groß bedruckt. Und jetzt soll es aber endlich losgehen. Es ist jetzt etwa 2 Uhr und ich habe die Hälfte von Silvester und der Gespensterdoktor gelesen. Und ich muss sagen, dass die Atmosphäre hier mit diesem Lagerfeuer mir echt sehr gut gefällt. Obwohl ich das damals doch ein bisschen albern fand, als ich das gehört habe, dass man das machen kann. Aber ich muss sagen, das ist genau richtig. Es lenkt überhaupt nicht ab und es unterstützt diese gemütliche Atmosphäre tatsächlich sehr, sehr gut. Das hat mir gut gefallen. Das Buch allerdings, muss ich sagen, enttäuscht mich ein kleines bisschen, obwohl das so groß geschrieben ist und der Schreibstil ja doch sehr, sehr einfach ist, muss ich mich ein bisschen dadurch quälen. Was ich gut finde, ist, dass tatsächlich einige unheimliche, gruselige Szenen drin vorkommen. Wir begleiten hier, wie gesagt, Silvester, der aus dem Waisenhaus ausgebrochen ist und denn in einem Unwetter den Gespensterdoktor aufsucht bzw. in seine Kajüte einbricht und ihn dort trifft und dann erst erfährt, dass es überhaupt Gespenster gibt und dass Gespenster auch krank werden können und dass dieser Gespensterdoktor einen Lehrling sucht, weil er langsam alt wird. Ja. Und so begleiten wir die beiden jetzt so ein bisschen. Was eigentlich nach einer lustigen, unheimlichen, skurrilen Geschichte sich anhört, finde ich leider besonders durch den Schreibstil sehr, sehr, weiß ich nicht, es ist sehr plump geschrieben. Die Figuren sind sehr, sehr kindisch und kindlich. Obwohl ich habe ja gesagt, es ist ein Kinderbuch und ich lese sehr gerne Kinderbücher. Aber hier habe ich nicht das Gefühl, dass der Protagonist 12 ist und dass die Sprache oder die Schreibweise auch nicht für 8- oder 10-Jährige geschaffen ist, sondern für 4-, 5-Jährige, um das mal so ein bisschen zu überspitzen. Aber so habe ich so ein bisschen das Gefühl. Und wie gesagt, der Charakter verhält sich seltsam, die Sprache ist plump. Und was ich eigentlich auch am schlimmsten finde, ist, dass, oder mit am schlimmsten, dass die Sprache so gewollt oder dass der Inhalt so gewollt komisch sein soll, gewollt irgendwie skurril und besonders komisch und besonders abgedreht. Das erreicht mich nicht so richtig. So manche humorvolle Szenen können mich erreichen, können mich zum Schmunzeln bringen, aber die meisten finde ich einfach zu gewollt und das finde ich so schade. Aber ich will das dann jetzt doch weiterlesen. Das lässt sich ja doch relativ schnell lesen. Eigentlich wollte ich diese Nacht das Buch jetzt noch beenden. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schaffe, obwohl ich gar nicht so müde bin. Natürlich so ein bisschen merkt man das schon, aber wenn das Buch mich jetzt so richtig gepackt hätte oder ein anderes, dann hätte ich sicherlich noch länger gemacht. Aber jetzt habe ich gar nicht so viel Lust, das Buch jetzt noch zu beenden, die letzten 130 Seiten. Vielleicht mache ich noch 50 Seiten. Wir werden mal sehen. Ihr werdet das ja dann im letzten Update hier diese Nacht noch sehen, was ich denn gelesen habe. Das werde ich euch dann erzählen. Und vielleicht wird es jetzt ja auch ein bisschen besser und noch ein bisschen unterhaltsamer. Wir werden sehen. Dann bis später. Und zwischenzeitlich habe ich auch nochmal den Duft gewechselt bzw. neuen eingelegt. Und zwar ist das dieser hier. Und was könnte passender sein als Bedtime Stories jetzt für diesen Lesemonat einzuwerfen? Das ist ein richtig genialer, kuscheliger, weicher und warmer Duft, der ja nach süßen Marshmallows und nach Baumwolle und so ein bisschen ganz klein wenig rauchig und holzig riecht, aber nur ganz klein wenig.
Und ja, total schön, weich, warm, kuschelig und trotzdem sehr, sehr gut wahrnehmbar, was ich ganz toll finde, dass die meisten kuscheligen, warmen Düfte sind ja dann doch ein bisschen dezenter, aber der ist genau richtig. Also ich habe zwei Bröckchen drin und ja, gefällt mir sehr, sehr gut. So, letztes Update für heute Nacht. Ich habe es geschafft, noch 25 Seiten in diesem Buch zu lesen. Und jetzt hat mich einfach die Lust verlassen, weiterzulesen. Ja, stattdessen habe ich alternativ dann noch im Atlas literarischer Orte weitergelesen, aber auch nur ein Kapitel. Und zwar war das aus Margos Spuren. Den Ort weiß ich gerade nicht. Jefferson Park, kann das hinkommen? Ich habe das Buch gar nicht gelesen. Ja, ist natürlich sehr schade, dass jetzt diese Lesenacht daran nicht an der Müdigkeit, sondern an der Lust scheitert. Es macht jetzt einfach aber auch keinen Sinn, ein neues Buch anzufangen, weil da muss man ja auch erstmal reinkommen und das ist mir dann doch jetzt ein bisschen zu blöd. Mal gucken, ob ich morgen dann mit dem Geister, Gespenster, Doktor weitermache oder ob ich dann doch vielleicht nochmal ein anderes anfange. Ich werde mal sehen, wie sehr mich die Lust packt oder wie mich das jetzt quält. Es ist ein bisschen schade, weil ich den Gespensterdoktor schon, also den Charakter des Gespensterdoktors schon schrullig finde und irgendwie mag und auch die Idee an sich auch mag. Aber der Humor erreicht mich überhaupt nicht und die Schicksale bewegen mich leider nicht. Und wie gesagt, der Schreibstil gefällt mir auch nicht so richtig. Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich das auch abbreche, aber ja, das ist ein Kinderbuch, was sich ziemlich schnell lesen lässt und ich glaube, da werde ich jetzt die letzten 120 Seiten dann auch noch lesen und dann besser drüber urteilen zu können und irgendwie möchte man ja dann schon wissen, wie es endet. Also das werde ich schon noch beenden. Ob ich das jetzt in diesem Lesemarathon beende, werde ich schauen. Oder ob ich denn, wie gesagt, auf was anderes ausweiche, dass ich noch mehr Seiten ja, schaffe. So, jetzt werde ich mich aber bettfertig machen, wollte ich gerade schon sagen, aber bin ich ja schon. Das heißt, ich mache einfach nur den Kamin aus, die Kerze aus, Licht aus und Augen zu. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh. Ich werde mir jetzt keinen Wecker stellen, weil ja, so spät ist es ja jetzt auch gar nicht. Und ja, gucken wir mal. Ich bin eh nicht so der Langschläfer und dann habe ich ja morgen bis 17 Uhr noch Zeit zu lesen. Und ja, bis 3 Uhr oder jetzt 14:15 ist ja auch schon gut, dass ich ja durchgehalten habe, sage ich jetzt mal. Okay, ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen. Bis dann. Es ist jetzt 8:30 und ich bin doch früher wach geworden, als ich dachte und habe es gleich genutzt und habe mich nicht nochmal auf die Seite gedreht, um nochmal einzuschlafen, sondern habe tatsächlich wieder ein Buch beendet und zwar den Atlas literarischer Orte. Da fehlten mir, glaube ich, gestern noch drei Kapitel und die habe ich jetzt noch gelesen. Ich muss sagen, die letzten haben mir jetzt nicht ganz so gut gefallen. Das war zum einen Verstand und Gefühl von Jane Austen. Ich glaube, Percy Jacksons Diebe im Olymp. Das hat mir, glaube ich, noch ganz gut gefallen. Und von Rainbow Rowell, glaube ich. Ja, und da finde ich, dass es gar nicht so sehr in dieses Konzept dieses Buches hineinpasst. Aber da werde ich im Lesemonat noch mal ein bisschen drauf eingehen, dass ich das Konzept auch nicht so richtig konsequent und gut erdacht finde. Aber egal, also die Idee und so weiter fand ich ganz, ganz nett und es hat auch irgendwie Spaß gemacht durchzulesen und es hat auf die Bücher, die ich noch nicht gelesen habe, tatsächlich auch Lust gemacht auf manche.
Und es war schön, wieder so in alte nochmal einzutauchen und einige Details daraus zu erfahren, auch wenn die meisten bekannt waren. Ja, jetzt habe ich mich wieder meinem Substapel zugewandt, denn ich habe beschlossen, Silvester und der Gespensterdoktor wird jetzt erstmal für den Lesemarathon aufs Eis gelegt, weil ich da im Moment wirklich keinen Spaß dran habe. Und ja, für den Lesemarathon sollte man doch ein bisschen auf jeden Fall Spaß haben und einen langen Atem, dass man ja lange dran lesen kann, weil uns bleiben ja jetzt noch, ja, wenn wir bis 17 Uhr lesen, wenn ich bis 17 Uhr lese, bleiben ja sogar noch 8,5 Stunden, wenn ich jetzt richtig bin. Und ja, das ist ja noch einiges. Ich habe aber auch noch einiges zu tun, muss noch mal zur Post und will auch ein bisschen was hier im Haushalt erledigen. Deswegen werden jetzt nicht 8,5 Stunden lang Lesezeit werden. Aber ich habe mich jetzt für ein kleines Büchlein entschieden, das jetzt heute Morgen zu lesen und hoffentlich auch zu beenden. Und zwar ist das Der Wortschatz von Elias Vorpahl. Und ja, ich hoffe, dass das auch wieder so ein poetisches, märchenhaftes Buch wird, ein literarisches Kunstwerk über die Sprache, fantasievoll, bewegend und wunderbar originell. Und zwar, ich lese es einfach hier hinten mal vor, es ist nicht viel. In diesem Buch begegnest du einem Wort, das seine Bedeutung verloren hat. Auf seiner fantastischen Reise durch die Welt der Sprache versucht es ganz auf sich allein gestellt, diese wiederzufinden. Die Suche nach dem eigenen Sinn, davon erzählt dieser kluge, bewegende und liebevoll gestaltete Roman. Ja, also zum einen ist es vielleicht, ja, so eine, wie schon gesagt, vielleicht so ein bisschen was wieder Metaphorisches, was man für das eigene Leben herausziehen kann, aber auch etwas über die Sprache, über Worte, so ein kleines Märchen, wo ja ein Wort personifiziert wird. Und ich bin gespannt, wie der Schreibstil ist. Ich habe gesehen, dass es sogar illustriert ist und es hat auch bloß 100, ja, ungefähr 165 Seiten. Und ich bin gespannt, ja, was es mir jetzt bringt. So, nächstes Update. Es ist jetzt 12:30 und ich habe den Wortschatz oder der Wortschatz beendet. Dieses kleine Büchlein hat mir doch etwas länger gedauert, als ich dachte, weil der Inhalt, ja, da musste man doch ein bisschen drüber nachdenken. Es war ein sehr philosophisches und hintergründiges Buch mit sehr, sehr vielen Wortspielen, was mir sehr gut gefallen hat. Man hat eben ja, dem Wort bei seiner Suche nach nach seiner Bedeutung, nach seinem Namen, den auf dieser Reise begleitet. Leider habe ich mich beim Durchblättern gespoilert und wusste dann nachher den Namen schon. Was ich ein bisschen schade fand, habe ich mich selber ein bisschen geärgert. Die Illustrationen fand ich auch ganz toll und ja, wie gesagt, besonders diese Wortspiele haben hier wirklich toll reingepasst. Ich hatte so beim Lesen das Gefühl, eine Mischung aus Alice im Wunderland, Walter Mörs und den kleinen Prinzen zu lesen. Und ja, eine wirklich besondere Geschichte, die ich empfehlen kann. Ich muss aber sagen, dass ich glaube, ich auch nicht alles ganz verstanden habe. Also manchmal war es mir doch zu philosophisch und zu oft um die Ecke gedacht. Aber ich glaube, jeder kann da irgendwie was anderes rauslesen und ja, es schadet auf jeden Fall nicht zu lesen und ich finde, diesem Autoren, der ja, Self-Publisher ist, kann man auf jeden Fall unterstützen und da steckt eine tolle Idee hinter und deswegen ja, würde ich mich freuen, wenn ich euch damit vielleicht ein bisschen anstecke. So, und da es jetzt so schön draußen ist noch, werde ich jetzt rausgehen. Ich muss eh noch zur Post und ein paar Erledigungen machen in der Stadt. Und dann kann ich noch ein bisschen die Sonne genießen. Und wenn ich wieder zurück bin, dann werde ich mal schauen, was ich als nächstes lese.
bin jetzt wieder daheim und wie warm ist das bitte draußen? Es ist ja unglaublich. Also es ist ein sehr, sehr schönes Wetter, aber ich gehe erstmal mit Winterjacke raus und zerschmelze. Ja, aber jedenfalls habe ich einige Dinge erledigen können, ein bisschen die Sonne genießen können und jetzt musste ich mich erstmal umziehen, T-Shirt anziehen und erstmal wieder runterkommen. Ja, jetzt geht es wieder daran zu überlegen, was lese ich als nächstes. Aber bevor das kommt, möchte ich mir wieder einen neuen Duft anmachen. Und zwar habe ich mir schon vier Düfte rausgesucht, die in Frage kämen. Jetzt, wo es so ja sommerlich, frühlingshaft und warm ist, hätte ich Bock auf einen kühlen Duft oder einen frühlingshaften Blumenduft. Ein Blumenduft wäre dieser hier, der trotzdem süßlich ist. Ein Rosenduft mit etwas Zuckerwatte verfeinert. Dann hätten wir hier, ja, der sieht sehr, sehr winterlich aus, aber das ist hauptsächlich ein sehr minziger Duft und ich finde, zum Runterkühlen geht Minze im Sommer auch oder im Frühling auch hervorragend. Dann haben wir hier einen aquatischen Melonenduft, den ich auch sehr, sehr schön finde, Wassermelonenduft. Passt natürlich auch sehr gut. Und zum Schluss noch Sea Air von Yankee Candle. Das ist so ein Weichspülerduft, den ich auch sehr, sehr schön finde. Und ich glaube, es wird dieser hier. Ich glaube, darauf habe ich am meisten Lust. Und jetzt stehen wir wieder vor diesem Problem, beziehungsweise vor dieser schönen Situation. Ich liebe das ja. Und zwar sich das nächste Buch auszusuchen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt richtig Lust auf was Spannendes, auf was Ernsthafteres, weil ich jetzt ja viel Märchenhaftes gelesen habe und ein Kinderbuch. Jetzt möchte ich gerne was für Erwachsene. Ich glaube, ich habe Bock auf High Fantasy oder auf Horror. Horror habe ich jetzt gar nicht so viel auf dem Sub bis auf S. Da hätte ich auch richtig Lust drauf, aber ich muss sagen, ich hätte auch Bock auf das Lied von Mond und Sonne. Das ist schon so lange auf meinem Sub und das ist historische Fantasy, hätte ich auch richtig Lust drauf. Aber ich glaube, mir ist eher nach düsteren High Fantasy. Könnte man ja auch Sapkowski nehmen, den Hexer, muss ich unbedingt auch weiterlesen. Das ist mir jetzt, glaube ich, zu märchenhaft, weil das so in die Richtung der anderen geht. Das hat auch was mit Zirkus zu tun. Ja, ich glaube, ich wähle das. Ja, wie ihr sehen könnt, ist das Ganze sogar noch eingeschweißt. Ich habe es eigentlich immer sehr gerne, die Folie erst abzumachen, wenn ich das Buch wirklich lese. Und ich weiß, dass da drin eine Karte ist. Und ja, das dann erst zu entdecken, wenn man die Buchdeckel aufklappt und dann diese Geschichte auch beginnt, hat irgendwie seinen Reiz. Und von diesem Buch schwärmen ja so unglaublich viele da. Und ja, besonders auch die liebe Julia vom Kanal Leseritter. Und immer wieder, wenn sie davon schwärmt, dann denke ich mir, ja, ich habe es ja auch noch auf dem Sub. Ich muss es jetzt endlich lesen. Und ich glaube, jetzt ist dafür die Zeit. Ich werde jetzt in den letzten 3 Stunden meines Lesemarathons eh kein Buch mehr durchlesen. Keines davon, was ich jetzt hier auf dem Sub habe, würde ich schaffen, wenn ich es jetzt beginne. Deswegen macht es auch nichts, ein etwas dickeres Buch zu beginnen. Übrigens super cool. Ich liebe diese farbigen Buchschnitte, die ja immer mehr ja, in Mode geraten. Cool, düster und sexy. Ich bin gespannt. Ich hoffe, es ist nicht zu sehr ja, in die Erotikszene, aber glaube ich eigentlich nicht. Also von dem, was ich gehört habe, ist es halt ein bisschen düster und sehr brutal auch. Es geht um eine junge Frau, die sich rächen möchte, glaube ich. Und dann zu einem bestimmten Orden kommt, wo sie ausgebildet wird im Kampf. Und in ihren Schatten lebt wohl eine Katze, die sich von ihren Schatten ernährt. Ich bin sehr gespannt, wie die Welt ist und ob mich Jack Christoph richtig mitreißen kann, so wie viele, viele andere. Und ja, der zweite Band ist ja schon draußen, der dritte mittlerweile angekündigt, aber noch nicht auf Deutsch, glaube ich, nur auf Englisch. Also da dürfte es noch etwas dauern. Oder fange ich das jetzt doch noch nicht an und warte lieber? Jetzt komme ich wieder ins Zweifeln, ob ich nicht lieber noch ein bisschen warten sollte, bis der dritte draußen ist und ich nicht so viele Details vergesse. Thank you.
Uhr. Das bedeutet, mein 24-Stunden-Lesemarathon ist beendet. Eigentlich, denn die Nachmittagsmüdigkeit hat mich tatsächlich eingeholt und ich bin beim Lesen eingeschlafen, so dass ich in Nevernight nur in Anführungszeichen die ersten 60 Seiten lesen konnte, die mir aber wirklich gut gefallen haben bisher. Also es lag nicht am Buch. Ja, da ich aber jetzt gleich auch los muss, ich gucke mir den Drachenzähm leicht gemacht Teil 3 im Kino an, habe ich jetzt keine Zeit mehr, ja, mein Fazit zu machen. Das werde ich dann nach dem Kinobesuch machen, entweder ja heute Abend oder morgen früh. Ja, deswegen werde ich jetzt noch nicht das Fazit drehen, aber ja, Nevernight kann ich auf jeden Fall sagen, kann ich verstehen, jetzt bisher, warum das viele so gefangen nimmt. Ich habe allerdings ein bisschen Befürchtungen gehabt und habe sie vielleicht noch ein bisschen, dass mir die vulgäre Sprache aufstoßen könnte und mich irgendwann sehr nerven könnte. Ich muss aber sagen, dass das bisher durch den Humor aufgehoben wird. Der Humor, der packt mich im Moment. Also das trifft mein Humorzentrum und deswegen ist das nicht ganz so schlimm mit der vulgären Sprache. Ich werde mal schauen, wie sich das entwickelt. Auf jeden Fall ist es bisher spannend und ich möchte sehr, sehr gerne weiterlesen. Auch den Sprachstil mag ich sehr. Und ja, mehr denn nochmal im Fazit, wie viel ich gelesen habe, wie es mir gefallen hat und so weiter und so fort. Jetzt muss ich mich aber fertig machen. Bis später zum Fazit. Ich bin wieder zurück aus dem Kino. Ich habe ja Drachenzähm leicht gemacht 3 geschaut und der war wirklich sehr, sehr niedlich, sehr actionreich, ein bisschen kitschig, aber es war ja auch da wahrscheinlich das Ende der Trilogie und da war das schon in Ordnung. Ja, aber ich möchte jetzt ja auch meinen Lesemarathon endgültig abschließen und jetzt nochmal das Fazit bringen und auch nochmal schauen, was habe ich gelesen, wie viel habe ich geschafft, und ja, wie hat es mir gefallen? Ich muss sagen, ich hatte sehr viel Spaß dabei. Es war noch ein bisschen chaotisch. Was filme ich, was filme ich nicht? Und ich bin jetzt, wo ich es ja noch gar nicht geschnitten habe, und ihr seht ja dann ja schon das Endprodukt, aber ich weiß noch nicht, wie das Endprodukt aussehen wird mit den ganzen Schnipseln, die ich gefilmt habe, ob da überhaupt was Schönes bei rumkommt. Ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es auch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht und ich bin jetzt wirklich gespannt, ja, was dabei rausgekommen ist. Ich will euch jetzt noch mal schnell die Bücher zeigen. Und zwar legen wir mit dem ersten Buch los. Das Herz der Nacht war das erste Buch, was ich zu Ende gelesen habe. Und zwar habe ich da die letzten 183 Seiten gelesen und das wirklich hat mich wirklich fasziniert und noch lange nicht losgelassen und ja, jetzt auch noch nicht einen Tag später. Also ich werde auf jeden Fall da noch mal ein bisschen drüber nachdenken und vielleicht, wie gesagt, die Autorin noch mal anschreiben wegen ein, zwei Sachen, die ich einfach gerne erfahren würde. Sehr, sehr melancholisch, märchenhaft, metaphorisch, poetisch, also so richtig, richtig schön. Dann habe ich ja immer wieder Kapitel hier aus dem Atlas literarischer Orte gelesen. Da hatte ich allerdings auch nur noch 6 Kapitel übrig. Das waren nur noch 25 Seiten. Das habe ich aber auf jeden Fall auch beendet. Auch das fand ich eine tolle Idee. Muss aber sagen, dass ich da einige Sachen vielleicht anders gemacht hätte. Aber ich möchte jetzt gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Das werde ich dann eher in den Lesemonat schieben. Als nächstes komme ich dann leider zu meinem Flop bisher und zwar ist das Silvester und der Gespensterdoktor. Ich hatte gehofft, dass es so eine richtig schöne, vielleicht ein bisschen lustige und auch gruselige Gespenstergeschichte wird, aber irgendwie spricht mich das nicht richtig an. Der Humor nicht, es kann mich leider nicht bewegen und auch die Sprache nicht. Allerdings möchte ich es auf jeden Fall noch durchlesen. Ich habe eben auf der Bahnfahrt auch noch ein bisschen da drin gelesen, weil das hier ein bisschen handlicher ist als das andere, was ich noch angefangen habe. Und hier habe ich 198 Seiten gelesen und mir fehlen jetzt noch 70. Die werde ich dann wahrscheinlich morgen zu Ende lesen, sodass ich dann jetzt noch im Februar das Ganze beende und euch dann auch im Lesemonat davon berichten werde. Aber ich kann jetzt schon sagen, dass es eher eine Enttäuschung war.
Der Wortschatz war dann wieder eine sehr, sehr zauberhafte Fabel über Wörter, über ein bestimmtes Wort, das seine Bestimmung, das seinen Sinn im Leben sucht, das vergessen hat, wie es heißt, wie sein Name ist und ja, durch die Wörterwelt reist. Und ja, dabei begleiten wir ihn. Das alles ist sehr, sehr metaphorisch. Es gibt sehr viele Wortspiele. Und ich hatte schon gesagt, dass es mich irgendwie an Alice im Wunderland erinnert. Es war ziemlich skurril und bunt und verrückt. Dann war es sehr, sehr philosophisch, was mich so ein bisschen, auch der Schreibstil so ein bisschen an den kleinen Prinzen erinnert hat. Manchmal war es mir schon fast ein bisschen zu philosophisch, weil ich hinter manche Ecken gar nicht ja, mitgekommen bin. So viele, ja, hatte ich das Gefühl, dass es tausendmal um die Ecke gedacht war. Aber durch diese Wortspiele, das hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht, hat mich das auch so ein bisschen an Walter Mörs, die Stadt der träumenden Bücher erinnert, halt eben so diese Thematik, Wörter und Worte. Und ja, deswegen fand ich das auch sehr, sehr schön und es ist auch wirklich sehr, sehr schön illustriert. Und da habe ich das ganze Buch gelesen und zwar waren das niedliche 167 Seiten. Und ganz zum Schluss habe ich dann noch mit Nevernight begonnen. Das hatte ich heute Nachmittag dann noch angefangen. Und zwar habe ich da die ersten 62 Seiten gelesen. Das waren die ersten dreieinhalb Kapitel. Und ich muss sagen, dass mich das sofort gecatcht hat, obwohl ich, was ich hätte nicht machen sollen, vorher ja so ein paar Bewertungen durchgelesen habe. Und ich weiß gar nicht, wieso man sich das immer antut, aber ich lese auch immer viele Ein-Sterne-Bewertungen, um so ein bisschen den Kontrast zu haben und nicht nur dieser Schwärmerei zu unterliegen. Und ja, da habe ich mir fast schon das Buch ein bisschen madig gemacht und von vornherein und habe dann fast überlegt, ah, soll ich es doch viel lieber beiseite legen, jetzt ist, wenn man da schon so negativ rangeht und auf diese ganzen Sachen achtet, die in diesen negativen Bewertungen gesagt wurden. Aber ich dachte, nein, ich versuche jetzt neutral ranzugehen und ich hatte mich auf dieses Werk wirklich sehr, sehr lange gefreut, weil da wirklich sehr viele von schwärmen. Wie gesagt, die liebe Julia von Leseritter, aber auch die liebe Jenny vom Lesestoff und ich glaube auch die liebe Isa von It's Funk und so viele sagen, das war ein Highlight. Und ja, ich muss sagen, dass ich wirklich sehr, sehr begeistert bin. Auch wenn mich diese vulgäre Sprache schon ein bisschen stört, aber durch diesen coolen Humor und diesen coolen Sprachstil und wie der Leser hier immer angesprochen wird, tröstet mich das so ein bisschen drüber hinweg. Und auch, dass die Thematik und auch die Charaktere bisher sehr, sehr spannend sind. Und ich möchte unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und ja, schon nach den ersten 60 Seiten bin ich so richtig gepackt. Da werde ich jetzt aber wahrscheinlich morgen nicht weiterlesen, sondern erst im März, ja, übermorgen, weil ich erstmal den Gespensterdoktor fertig haben möchte. Ja, aber dann geht es auf jeden Fall weiter und wird das dieses 700 dicke Seitenschätzchen auf jeden Fall weitergelesen. Ja, und jetzt wollen wir natürlich wissen, oh, nicht runterfallen. Was ist jetzt insgesamt dabei rausgekommen? Ich habe das eben zusammengerechnet und zwar waren das 635 Seiten, die ich jetzt in diesem Lesemarathon gelesen habe. Und ich bin wirklich begeistert, was dabei rumgekommen ist. Das kann man gerne zwischendurch mal öfter machen, auch wenn es natürlich ein bisschen anstrengend ist. Und für mich, wie gesagt, auch eine Herausforderung, weil ich eben nicht so der Langleser bin, also nicht so den langen Atem habe, ein Buch so lange wegzulesen, obwohl man das vielleicht auch trainieren kann, dass man da ein bisschen achtsamer ist und ein bisschen sich mehr konzentriert und versucht, so ein bisschen das andere auszublenden, besonders wenn das Buch wirklich gut ist. Es hätte natürlich auch noch ein bisschen mehr sein können, wie immer, aber ja, daran, es lag halt einfach tatsächlich daran, dass ich nachmittags dann irgendwann doch eingeschlafen bin und deswegen dann nicht mehr so viel zum Lesen gekommen bin. Aber ich muss sagen, 600 Seiten, das ist für mich, also normalerweise lese ich ein Zehntel an einem Tag. Und ja, also hat wirklich Spaß gemacht. Und wenn ihr wollt, dass ich das vielleicht ein paar Mal öfter mache oder ja, in nächster Zeit nochmal irgendwann mache, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und ihr könnt mir ja auch gerne mal schreiben, ob ihr auch schon mal so einen Lesemarathon gemacht habt und ob euch das auch immer so motiviert. Also ich habe mir ja auch so ein paar andere Lesemarathons, was ist eigentlich der Plural von Marathon, angeschaut. Und das hat mich immer wieder motiviert und ich schaue das unglaublich gerne. Ja, und vielleicht, wenn ihr wollt, kann man ja auch mal so einen Marathon zusammengestalten, dass man immer jede zweite Stunde irgendwie ein Update gibt oder eine Frage stellt oder wie auch immer.
Finde ich auch interessant. Aber jetzt ist erstmal Lesemarathon stoppen für die nächste Woche, für die nächsten Wochen. Es kommen ja auch noch andere tolle Videos. Und ich bin wirklich gespannt, wie lang das ganze Video jetzt wird, weil ich ja immer nur so kurz zusammengeschnittene Schnipsel habe. Aber so immer, wenn ich so ein Update gebe, dann geht das ja doch schon mal vielleicht 10 Minuten. Ich hoffe, dass es nicht über eine Stunde wird, dass ich das so ein bisschen kurz und knapp und interessant zusammenschneiden kann. Ja, ihr werdet es ja jetzt gesehen haben. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich werde mir jetzt noch schön den Abend ausklingen lassen. Ja, vielleicht auch noch ein bisschen lesen, aber das gilt dann nicht mehr für den 24-Stunden-Marathon dazu. Ich wünsche euch noch eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.